Aufstehen. Fuck. So, moin Leute. Heute geht's zur Dartshow Berlin. Wir haben richtig Bock. Ich muss hier gerade nochmal mein Käffchen trinken, weil sonst überlebe ich das hier heute nicht. Es ist jetzt 13 Uhr und in anderthalb Stunden geht's los. Und dann werden wir mal gucken, was da heute so abgeht. Rob Cross ist am Start. Gavin Price ist am Start. Darius Labanauskas, Lucky D ist am Start. Wir haben noch den John McDonald, unseren Ceremony Master. Dann haben wir natürlich auch von den Influencern und Contendern Sarah Milkowski und Frank Brunze ist auch mit dabei. Und natürlich die ganze MyDartFile Crew. Also wir haben Bock auf euch, wir freuen uns. Und mache ich mich hier mal ready, wach noch ein bisschen auf und dann sehen wir uns später. Los geht's! Jetzt geht's los, Freunde. Jetzt geht's los. Jetzt haben wir hier direkt den Organisator von der ganzen Geschichte, Lukas Karlau. Und ja, haben wir Bock, oder? Total, das sind die letzten Proben jetzt und gleich geht's Feuer frei mit Peter Creed. Seid dabei. So, Freunde, wir werden gleich die VIPs setzen. Gavin Price inklusive. Dann muss ich ein paar Unterschriften machen. Dann haben wir hier links, haben wir glaube ich unseren Merchandise-Stand. Wir können jetzt mal hier kurz ein bisschen durch die Halle laufen und dann kommen hier auch schon gleich die ersten Leute zu den VIP Meet and Greet. So, deswegen laufen wir erstmal durch die Halle. Na Jungs? Seit einer Viertelstunde hier noch. Ja, kommt nicht rein. Moin. So, das sind unsere Praktikanten des Monats und Jahres. Damien, Till, Fabi kommt gleich noch. Ja, wir können schon reingehen. Jetzt wird auch gut starten. Und Lukas, bist du motiviert? Hast du Bock? Ja, ich habe sehr wenig geschlafen. Ich habe gestern bis um 1:30 in der Steuererklärung gesessen und dann Umsatzsteuervoranmeldung. Ah ja. Danach konnte ich auch nicht sofort einschlafen. Ja, verständlich. So bis um 2:30 bis mit Zahlen, aber guck mal, ich habe Menschen hier. Ja, ich. Gehen wir nach vorne. Und da sind sie aufgestellt. Lukas, du bist ja super. So schön mit dem John McDonald eben unterhalten, ja, bist du weggerannt. John McDonald? Ja? John McDonald. So, jetzt haben wir hier unseren ersten Contender am Start, beziehungsweise Contenderin. Sarah Milkowska kennt man ja, mittlerweile schon so ein bisschen, wenn man auf Social Media unterwegs ist. Ja. Gegen wen darfst du heute spielen? Gegen Gavin Price. Gavin Price, der Iceman, der ist gerade noch ziemlich beschäftigt, hier Unterschriften zu geben oder Autogramme. Was rechnest du dir so aus? Dass ich Spaß haben werde und ja, vielleicht lässt er mich ja mal auf ein Doppel werfen, das wäre schön. Ja, das kriegen wir auf jeden Fall hin, denke ich mal. Wir glauben an dich auf jeden Fall. Und ja, jetzt gucken wir gleich mal, jetzt ist hier gleich das Meet and Greet vorbei und dann musst du dich wahrscheinlich schon warm werfen. Ja, ich war gerade eben schon unten im Practice-Raum, da konnte man schon ein bisschen werfen. Ja. Ja, es geht so. Ja. Ja, ich bin sehr aufgeregt, sehr nervös, schützige Hände. Ah ja, nochmal 50 Darts auf Bullseye und dann kriegen wir das schon hin. Genau. Alles klar. So, liebe Freunde, jetzt habe ich den nächsten Contender bei mir, den Danny. Gegen wen darfst du heute ran? Gegen den Crystal Reyes. Crystal Reyes? Was erhoffst du dir so vom Spiel? Ich will einfach nur zeigen, dass ich relativ gut darspielen kann. Ja. Vielleicht ein leckeren. Ja, wir sind auf jeden Fall immer auf der Seite der Contender heute Abend. Unsere Daumen werden gedrückt für dich. Und dann, was spielst du? Circa 20:30. Circa 20:30. Dann drücken wir dem Benny die Daumen. Und weiter viel Erfolg. Ich danke. Yeah.
nochmal eine Pause. Ganz entspannt in den Backstage gesetzt. Wie ist so deine Meinung hier zu dem Event heute, Lukas? Ja, sehr schöne Location auf jeden Fall, echt einzigartig. Kann man auf jeden Fall jedem weiterempfehlen. Sehr urig und eine geile Stimmung hier. Vor allem in den Lokalmatadoren. Da haben jetzt zwei Berliner Jungs gespielt auf der Bühne schon. Da heizt halt die Fans direkt mal richtig ein. Und ja, auch die Organisation ist super. Ja. Ja, an sich das Einzige. Die hätten auch mich auf die Bühne stellen können, wäre da genauso gut. Achso, und Kommentator fehlt. Kommentator. Das hätte ich, hätte ich mich angeboten für. Elmar, ja, wo bist du? Oder du bist. Ja, aber an sich ganz entspannt. Wir machen jetzt noch ein bisschen Päuschen. Dann sehen wir uns gleich zum nächsten Walk-On, weil gleich kommt der Iceman. Einzig allein, die Musik könnten sie mal einen Schnuff leiser machen. Big fan page. So of course they all know you. Okay. And therefore we just like want to maybe ask you two or three questions. Yeah, sure. Like, yeah, maybe, that's fine. Is it it's probably not your first time in Berlin, like for Premier League you've been here before? No, this is literally my first time in Berlin ever, like in life. Great atmosphere, enthusiastic as ever, German fans of course, really enthusiastic about the darts. Yeah. I think it's more, it's in some ways even bigger in Germany the way it is in the UK. I mean, in the UK it's massive in its own right, but Germany it just feels like it's bigger completely. They've loved it tonight. I think they've all had a really good time. The players have had a great time, and it's been an absolute pleasure to come here, honestly. It's been a great show. That's very nice to hear. Yeah. And I wish you good luck with that. Thanks for your time. No problem. Jetzt habe ich hier einen der Verantwortlichen wieder am Start, der das Ganze hier überhaupt möglich gemacht hat. Jörn, wie fandest du es heute? Ich meine, ihr hattet das erste Mal ein Dart-Event hier im Hofbräuhaus Berlin. Wie warst du dich? Ja,
wie gesagt, das erste Mal war für uns unfassbar geil. Wir sind ja Kummer gewohnt mit Oktoberfesten. Ja. Wir haben Fußball live übertragen und da geht es wirklich zur Sache. Aber das hier setzt nochmal eine Schippe. Ja. Total gute Stimmung, ist grandios gewesen und wir machen es auf jeden Fall wieder. Das ist sehr schön zu hören. Wir hatten auch eine Menge Spaß hier auf jeden Fall. Ich glaube, jeder hatte eine Menge Spaß, auch unsere Zuschauer, die das jetzt im Nachhinein verfolgen werden. Schön zu hören. Die werden das auf jeden Fall sich fürs nächste Mal im Kalender eintragen. 9. Januar nächstes Jahr. Unbedingt merken, auf jeden Fall, wir werden das wieder machen. Nach dem Start von heute werden wir uns das nicht entgehen lassen. Genau. Ja. Dann würden wir sagen, wir machen uns jetzt langsam mal so ready. Ihr seid ja fast länger hier als jeder andere heute. Genau. Respekt, toll, dass ihr da wart. Dankeschön. Ja, vielen Dank, dass wir da sein durften und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Alles Gute euch, ja? Ja. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.